Ein Jahr Iran-Revolution, ein Jahr Jina Mahsa Amini. Seit einem Jahr zeigen uns die Frauen, Männer und Jugendlichen im Iran, die für die Werte auf die Straße gehen, die wir in Europa jede Woche propagieren und die uns geschenkt worden sind, was wirklich Mut bedeutet. Und seit einem Jahr bekommen wir von Ihnen Anteilnahme und Solidarität. Ich danke Ihnen dafür und ich danke Ihnen, dass Sie auch heute nach Heidelberg gekommen sind, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Heute finden weltweit zahlreiche Veranstaltungen zu diesem Jahrestag statt und zu dieser zweiten Phase der Revolution, die jetzt beginnt. Diese Solidarität, diese Anteilnahme, dass Sie heute da sind, gibt uns Kraft. Das tut gut. Doch das wird nicht reichen. Das Regime arbeitet gerade daran, mit Desinformation und Demotivation uns die Kraft zu nehmen. Es möchte, dass Sie vergessen, dass Sie nicht mehr an die Menschen im Iran denken, dass Sie nicht mehr ganz so genau hinschauen, wie Sie das in dem letzten Jahr getan haben. Warum tut es das? Weil es weiß, dass wenn Sie weiterhin an unserer Seite stehen und neben der Solidarität und der Anteilnahme mit uns gemeinsam kämpfen für diese gemeinsamen Werte, es keine Chance hat, sich zu halten und es in sich zusammenbricht. Deswegen bitte ich Sie, ich flehe Sie an, ich fordere Sie auf, Ihre Anteilnahme, Ihre Unterstützung weiterhin aufrechtzuerhalten und auszubauen. Vielen Dank, dass Sie heute hergekommen sind. Und ich danke Ihnen im Voraus für alles, was Sie in den kommenden Tagen und Wochen tun werden.